Wenn man in Deutschland zeigen will, was für ein Kerl man ist, dann muss man gegen die Nazis kämpfen. Man muss kämpfen, nicht einfach bloß dagegen sein oder so. Sondern man muss gegen die Nazis kämpfen. So richtig. Und auch wenn keine da sind, dann sagt man eben, da, das sind Nazis, jetzt kämpfen wir gegen die. Wir schmeißen also mit Farbbeuteln und Böllern und dann kämpfen wir gegen Nazis und wir sind die Guten. Nicht? Wer in Deutschland gegen die Nazis kämpft, das ist gut, also sind sie, 99% der Deutschen sind gegen die Nazis. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwer, da eine Auswahl zu treffen. Deswegen sind die Besten die, die am meisten gegen die Nazis kämpfen. Das sind die Intelligenten. Und wenn man denkt, die Pegida-Leute, diese, die, das haben ja richtige Verschwörungstheorien. Die haben die Theorie gehabt, dass die Straftaten von Ausländern nicht berichtet werden. Das haben die richtig gesagt. Die haben doch eine freie Presse. Das zwingt die doch keiner. Das haben die doch nicht. Das sind Verschwörungstheoretiker. Unsere Presse berichtet alles wahrheitsgemäß. Das steht ja nun fest. Das ist der Zustand Deutschlands im Jahre 1 der Apokalypse. Die nächsten Wasserstandsmeldungen demnächst. Herr Höcke hat ja nun gerade gesagt, man müsste Frau Merkel in der Zwangsjacke aus dem Kanzleramt bringen. Man sieht, wie der sich jetzt schon zurückhält. Denn das entspräche sicher dem Wunsch vieler Deutscher, dass man so dort mit Knüppeln aus dem Amt prügelt. Das ist einfach die objektive Realität. Ich fordere nicht dazu auf. Das wäre auch sinnlos bei der Bewachung, die da zur Verfügung steht. Aber das wäre der Herzenswunsch vieler Deutscher. Und es gibt auch viele Deutsche, die sicher den Wunsch haben, nach ihrem Tode ihre Knochen auszubuddeln und zu zertrampeln oder womöglich ins WC zu schütten. Das ist der Wunsch vieler Deutscher mittlerweile und das hat sich fertig gebracht. Man nennt das einen tiefen Graben in der Bevölkerung. Das ist der Neusprech unserer Zeit. Wir haben im Grunde revolutionäre Zustände, nur dass die eine Seite ohne Waffen dasteht und deswegen also gar nichts machen kann. Wer hätte vor 2 Monaten denn geglaubt, dass die Schweden in so kurzer Zeit ihre Grenzen dicht machen? Die ganzen skandinavischen Vorbildländer haben also begriffen, was zu tun ist. Und Merkel verweigert sich. Und das ist eben der Grund, was ich angedeutet habe. Man kämpft immer noch gegen die Nazis, auch wenn sie nicht da sind. Und wenn sie nicht da sind, dann erschafft man sich. Erschafft man sich welche, das ist wirklich so wie der Kampf von Don Quixote gegen die Windmühlen. Und es ist kein Zufall, dass wir in einer Zeit leben, in dem auch wieder die Rittermärchen, denken Sie an König Arthus und die Tafelrunde, gibt es ja x Filme drüber und diese Science-Fiction-Filme und Herr der Ringe oder so, diese Märchenwelt ist genauso heute im Schwange, wie sie zu der Zeit war, als Cervantes den Don Quixote geschrieben hat. Wir leben in einer geistesgeschichtlich ähnlichen Epoche der Realitätsverdrängung, in Deutschland jedenfalls. Wenn der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Herr Papier, schon erklärt, dass Merkel verfassungswidrig handelt und dass die Grenzen geschlossen werden müssen, dann kann man daran erkennen, dass hier dieses ganze Gesülze, dass angeblich irgendeine Notwendigkeit bestehe, diese Leute aufzunehmen, glatt gelogen ist. Und wir wissen ja alle, dass kein einziger von denen aufgenommen werden müsste, weil die alle aus sicheren Drittländern kommen. Es ist in der Verfassung geregelt, dass jemand, der politisch verfolgt hat, Anspruch hat, in Deutschland Asyl zu bekommen. Also in Deutschland, das ist eine gewisse Schwierigkeit natürlich und das kann also nur durch ein europäisches Asylrecht beseitigt werden und da sind wir ja offenkundig auf sehr gutem Wege, denn wenn jetzt schon
die Skandinavier die Grenzen dicht machen und Polen und Ungarn sich sowieso weigern, Muslime aufzunehmen und Frankreich ja eine erfolgreiche Abschreckungspolitik betreibt mit seiner Zeltstadt bei Calais und Spanien ja auch und ebenso. Die haben alle erfolgreiche Abschreckungsstrategien entwickelt und von daher ist es zu erwarten, dass von Europa her ein vernünftiges Asylrecht, halbwegs vernünftiges Asylrecht zunächst mal für die nächsten Jahre auf den Weg gebracht wird. Der große Hemmklotz ist Deutschland und das ist leider so, dass mit jedem Monat wird die Katastrophe größer, die Deutschland betreffen wird und so, dass es hier wirklich auch eine Frage der Zeit ist. Das Widerstandsrecht nach Verfassung hat man nur, wenn alle Möglichkeiten, demokratischen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Saad kann ja sagen, man kann ja also demonstrieren und man kann also die Wahlen beeinflussen, aber das dauert alles. Und das hat die Verfassung nicht explizit erklärt. Wenn man demokratische Möglichkeiten, schön und gut, aber man muss ja also warten und bis dahin ist die Katastrophe möglicherweise unabwendbar und nicht mehr zu korrigieren, ist sie ja heute schon nicht mehr. Wir sind in einer rechtlich schwierigen Situation, aber ich möchte meinen, dass passiver Widerstand ja sowieso berechtigt ist, dass auch in Maßen Gesetzesübertretungen sicher mit der Verfassung zu rechtfertigen sind. Da kommt es denn darauf an, kommen Sie an einen gutmenschlichen Richter, dann haben Sie eben verloren, oder kommen Sie an einen vernünftigen Richter, dann werden Sie freigesprochen. Das ist die Situation, das muss jeder selbst entscheiden. Man kann es nicht oft genug sagen, als die Nazis hier eine Regierung haben, war ganz Europa national eingestellt und es war antisemitisch. Das heißt, aber die anderen Länder sind nicht zum Schluss gekommen, man müsste alle Juden vergasen. Das war ein ausschließlich deutsches Phänomen. Und es kam auch nicht daher, dass die glaubten, die Deutschen hätten besseres Erbgut und weil die wären die Herrenmenschen. Na, Herrenmenschen ist schon etwas übertrieben, obwohl die Engländer sich beispielsweise in Indien ja wie die Herrenmenschen aufgeführt haben. Und wenn da einer indische Vorfahren hatte, dann zählte er nicht zu diesen englischen Herrenmenschen, dann hatte er in der englischen Gesellschaft nichts zu suchen, er wurde nicht mehr eingeladen. Das heißt, alle Völker Europas waren national und waren antisemitisch. Dass es in Deutschland zu dieser Katastrophe gekommen ist, lag daran, dass diese kleine Clique, die Macht ergriffen hat, Mörder waren, dass es Verbrecher waren. Die hätten jede andere Ideologie missbraucht, so wie die Verbrecher in der Sowjetunion dann eben den linken Kommunismus missbraucht haben für ihre Massenmorde. Nicht? Oder Boko Haram, die sind gegen westliche Bildung und machen deswegen Massenmorde. Oder die Roten Khmer. Es geht nicht darum, dass man rechts ist und national. Nein, die Katastrophe kommt, wenn die entschlossen sind, für ihre Vorstellung zu morden. Das ist die Gefahr. Das hat mit dem Nationalsozialismus überhaupt nichts zu tun. Die Gefahr ist der Fanatismus. Das wusste man übrigens auch nach dem Kriege, wusste man das. Da hatte man nämlich die kommunistische Gefahr direkt neben sich. Da hieß es, die Linksradikalen sind genauso schlimm wie die Rechtsradikalen. Das hat man vergessen. Nicht? Die Linksradikalen, ja, die sind ja gegen die Nazis. Auch wenn sie ein bisschen Gewalt machen, Hauptsache, die stoppen die Nazis. Können Sie lesen in den Kommentaren. Ja, wenn die Linksradikalen auf die Pegida oder AfD-Demonstrationen, wenn die Böller schmeißen, Flaschen, wenn die auf die Polizei einprügeln, das ist berechtigt. Die sind ja gegen die Nazis. Die sind ja gegen die Nazis. Das sind ja die Guten. Die sind ja gut. Das ist richtig, was die machen. Und die ganzen Nazis da, von der AfD, das sind alles Nazis. Das sind alles Braune. Das sind die Rassistenpack.
nicht? Denen muss man sagen, nein, auch Rassismus ist überhaupt nicht gefährlich. Nicht, hört sich Donald Trump an, das ist ein Rassist erster Güte. Die fallen alle nicht in Ohnmacht in den USA, weil Millionen und Abermillionen denken das und die morden deswegen nicht andere Menschen. Sondern der Mörder will morden, das ist das Schlimme. Und Politiker, die also über Leichen gehen, um an die Macht zu kommen. Und das gibt es ja in allen Ländern und gibt es eben mit allen möglichen Begründungen. Und ich erinnere, fällt mir gerade ein, an den schönen Satz von Talleyrand. Ein korrupter Politiker ist immer noch besser als ein Dummer. Wir, unsere Politiker, sind ein bisschen dämlich und ein bisschen infantil. Herr Höcke hält sich ja mal sehr zurück, er nennt ihn nur idiotisch. Das ist ein sehr bescheidener Ausdruck für die Politiker unseres Bundestags. Idioten heißt übrigens in die Irre gehen. Vielleicht sollte es noch einmal sagen, selbst der Nationalsozialismus wäre völlig ungefährlich gewesen, wenn das nicht Mörder gewesen wären, wenn das nicht ein Mörderpack gewesen wäre, was da an die Macht gekommen ist, die ja eben auch durch Gewalt und Macht zum großen Teil an die Macht gekommen sind. Und es war zwar formal eine demokratische Wahl, aber da war sehr viel Gewalt und SA-Truppen im Hintergrund, die Linksfaschisten, die sogenannten Antifa-Kämpfer, sind heute etwas so wie eine informelle SA-Truppe der Regierung. Wir haben alle Erscheinungen des Nationalsozialismus längst bei unseren Gutmenschen-Faschisten. Es ist die Boykotthetze gegen kauft nicht bei AfD. Leute, das ist kein Scherz, ist doch Realität. Die Leute werden beruflich ruiniert. Die Leute jubeln im Inneren und haben eine klammheimliche Freude, wenn die AfD nicht dazu kommt, völlig demokratische Veranstaltungen durchzuführen. Und das kommen besonders, das muss man sich überlegen, die Universitäten, die ja, früher kannte man den Advocatus Diabolus, also den Advocatus Teufels, der bewusst böse etwas von sich gab und das musste man widerlegen. Hier haben Sie nun die AfD, Leute. Sollen Sie doch in die Diskussion gehen mit dem Teufel, wenn er denn der Teufel ist. Das ist die Aufgabe der Universitäten und nicht Ihre primitiven, infantilen Wahnvorstellungen. Ja, jetzt noch unter dem Rubrum und Geistesfreiheit der Bevölkerung aufdrücken zu wollen. Wofür kriegen die Geld? Übrigens 30% unserer angehenden Juristen sind für die Todesstrafe, also Verfassungsfeinde. Da wächst uns etwas heran. Die nächsten 100 Jahre haben wir ausreichend zu tun. Nun, man sieht doch sehr schnell, worum es geht. Es ist offenkundig Superman, der hier einen Bösen davon abhält, dieser Frau mit blondem Haaren etwas zu tun. Der hat also ein entsprechendes bösartiges Gesicht und hier wird der Einfluss durch magische Kräfte Supermans deutlich. Eine regelrecht moderne Interpretation von Superman. Es gibt auch solche Kunstwerke, wo dann ein ganz realistisch als Plastik, Vollplastik ausgeführter Superman in eine Mauer fliegt und also nur noch sein Hinterteil rausguckt oder er kommt aus einer Mauer herausgeflogen. Das ist viel Geld für die Nachahmung der Figur investiert worden, aber der künstlerische Einfall ist ziemlich nah an der Nulllinie. Aber das reicht ja vielen.